Hallo und herzlich willkommen. Ich habe jetzt schon als treulose Tomate mehrere Monate keinen Vlog mehr gemacht und von unserer Reise berichtet, deshalb hole ich das jetzt nach. In den nächsten Tagen, Wochen werden mehrere Vlogs erscheinen, wo ich dokumentiere, was in den letzten Wochen so passiert ist. Von Jahreswechsel an in Peñíscola bis zu unseren Erlebnissen in Cullera mit den Fallas. Und jetzt unser Aufenthalt hier in Denia. Ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Ja, wir sehen uns dann wieder. Ciao! Wir haben in Peñíscola einen sehr ruhigen Jahresanfang gehabt. Mit einem kleinen Mittelaltermarkt auf der Festung von Peñíscola. Und zu dem Anlass haben wir uns da auch ganz genau umgeschaut. Das ist ja eine alte Templerfestung, wo auch einmal der Gegenpapst damals untergekommen war. Ja, und das war sehr faszinierend. Da gibt es sehr viele enge, schöne Gassen. Es ist sehr malerisch. Hier sieht man das Muschelhaus, dessen Fassade fast vollständig nur aus Muscheln besteht. Das ist wohl so als kleiner Gag mal des Hausbesitzers gestartet und hat sich dann eben verselbstständigt, sodass es die gesamte Wand mit Muscheln überzogen ist. Sehr faszinierend. Ja, man sieht es, es ist ein wunderschöner Ort, die Festung. Klar, drumherum hat man diese normalen Hotelzeilen für einmal die Leute, die aus Spanien kommen und dort so ihre Ferienwohnungen haben, aber eben auch vor allem deutsche Touristen. Wir waren gleich in der Nachbarschaft von einem Campingplatz, der eigentlich nur von deutschen Touristen älteren Jahrgangs bevölkert war. Aber es war eine sehr schöne Zeit, wir konnten viel in uns gehen, haben sehr ruhig gemacht, haben ein bisschen geplant, wie es weitergehen soll, haben die Sonne genossen, den schönen Garten der Festung, in dem es einen Geheimgang gibt nach außen, den man wohl nur von der Seeseite aus sieht. Wir sind im Papageienpark. Total schön hier. Die Kinder machen irgendwelche Abenteuerpfade mit, wo man hier hoch und runter klettern kann. Und wir gucken uns die tollen Vögel an. Ist total schön. Auch wenn jetzt hier einige Bilder so aussehen, als wären alle Vögel in so kleineren Käfigen, drückt das aber, weil es in diesem Park sehr viele große, riesige Kuppelkäfige gibt, sozusagen, wo man, wie man auch später sehen wird, als Besucher hineingehen kann und tatsächlich dann mit den Vögeln in einem Raum ist. Und wenn man dann so größere Papageien hat, die da so wild herumflattern, ist das schon ein bisschen eine Herausforderung, weil, ja, riesige Schnäbel, riesige Krallen, und hier sieht man das einmal. Die kommen dann auch an, die sind ja auch gewohnt, dass man da eigentlich auch Futter kaufen kann, glaube ich, wenn man möchte. Und dann wissen die schon, was man machen muss, damit man da eine Kleinigkeit bekommt. Die Josi hatte dann auch dementsprechend etwas Respekt davor. Die mussten wir ganz schön beruhigen und immer zeigen, dass es gar nichts Schlimmes ist, auch wenn sie, wie hier mal eben, ein bisschen das Ohr liebkosen. Ja, das war ein wunderschöner Tag, auch wenn wir gar nicht so viel Zeit hatten. Denn wir waren ja außerhalb der Saison in Peñíscola. Und dadurch waren eben solche Freizeitsachen immer nur, ja, bis nachmittags geöffnet, und wir waren da etwas später dran, weil wir eben hinlaufen mussten. Wir haben ja kein Auto. Und ja, unsere Kinder haben das sehr genossen. Da war auch ein größerer Spielplatz, ein bisschen gehalten wie so eine alte Westernstadt. Und da konnte man also auch Western Outlaw aus dem Gefängnis ausbrechen, was Fredi hier tut, auch wenn sie erst noch eben schnell die Seilbahn sich holen musste. Aber ja, es war ein tolles Erlebnis, ein schönes Abenteuer. Später haben wir dann noch ein wenig den Garten verschönert. Wir haben ja kostenlos wohnen können.
im Ferienhaus einer spanischen Familie von Freunden. Und als Dankeschön haben wir eben den Hinterhof verschönert. Der war vorher mit vielen Nadeln und altem Holz voll. Und wir haben das alles weggeschafft, haben einen Barfußpfad angelegt aus Holzstücken und haben ein paar Blumen gepflanzt, damit es schöner ist, sich dort wieder aufzuhalten, weil nebenan ist ja der Grill. Ja, und ich glaube, wie man jetzt gleich auch sehen wird, unsere Freunde, die dort leben, haben uns das sehr gedankt. Ich verlinke auch mal den ihre Website. Die bieten auch einiges an zum Thema Paar und Beziehung, sind liebe Leute, könnt ihr euch gerne mal anschauen.